Heute in Bayreuth, Tapetenwechsel für zwei Wohnzimmer. Das eine gehört den blauen Kandidaten Manuela und Herbert Pokorny, das andere den roten Petra Martelok und Uwe Fröhlich. Nur bei denen ist das Wohnzimmer die ganze Wohnung. Und damit stehen wir herin in eurem Kombiraum. Ja. Ha? Fangen wir hinten an, Schlafecke. Jo, richtig. Ja? Mhm. Ihr wollt auch weiter hier schlafen, oder? Ja, selbstverständlich. Wir müssen weiter hier schlafen. Gleich daneben, ganz gemütlich vom Bett aus zu bedienen, der Computer. Wer sitzt da dran? Meistens ich. Was ist mit dir? Ich habe meistens keine Zeit. Ja, und damit sind wir nahtlos im Wohnbereich vom Schlafzimmer über das Computerzimmer. Und ihr wollt nach wie vor da drauf sitzen? Nein, bleiben, auf oder? Keinen Fall, die muss weg. Aha. Da hinten CDs, wer hört die? Wer ist es, der Musiker? Du, Uwe? Ich. Du? Die Petra sammelt alles. Alles, ja. Und kauft alles, was sie unbedingt haben will. Und genau. Das ist das Endprodukt. Ist ja nicht alles, da ist ja noch genug, ne? Ja. Uwe, sonst irgendwas, von dem du sagst, das bitte nicht verändern? Also wegen mir können sie hier alles verändern. Bis auf den Parkettboden, der wäre schon. Ne? Dann ist es ja eigentlich leichtes Spiel. Den Parkettboden merke ich mir. Ansonsten habe ich das richtig verstanden. Mhm. Ja, klar. Die Spielregeln von Tapetenwechsel. Petra und Uwe ziehen gleich um hierher zu Pokornis. Manuela und Herbert gehen rüber ins andere Haus. Zwei Tage Zeit und für jedes Team ein Designer und 1500 Euro zum Renovieren. Hallo? Hallo? Oho, wow. Wo seid ihr? Hier sind sie, hallo. Sie überraschen. Hallo. Manuela. Hallo. Hi. Hallo, Christian. Herbert, unterm Dach. Ja. Klasse. Oh. Und was wollt ihr hier neu machen? Hm? Also Farbe kann anders sein, Couch kann raus. Moment. Aber was heißt Farbe kann anders sein? Ja. Na halt nicht weiß. Nicht weiß, okay. Aber es soll alles hell bleiben. Okay. Wie ist es mit euren Möbeln? Kann alles verändert werden. Alles? Ja? Ja. Ein Teil, von dem ihr sagt, das hätte ich jetzt gerne weiterhin in dem Raum, ja, oder? Zum Beispiel der Esstisch. Ja. Und diese Vorhänge. Ja. Oh. Aha. Der Rahmen von den Vorhängen. Aha. Und der Tisch in der Form, in der Farbe und am Platz. Und das alles mache ich dich persönlich verantwortlich, wenn das nicht mehr so ist. Moment, ich bin hier nur Schiedsrichter. Ja. Ich halte mich da mal raus, ich nehme das gerne an und merke mir das. Aber wie das morgen Abend dann aussieht, da musst du dir dann andere Leute vorknüpfen. Das Festspielhaus in Bayreuth, mitten in der Festspielzeit und Wagner, wohin man hört. Und dieser rote Teppich ist heute absolut angemessen für unsere Kandidaten. Denn die wahrlich große Kunst besteht darin, mit 1500 Euro innerhalb von zwei Tagen den Freunden ein neues Zimmer hinzustellen. Und damit die Schlüssel bitte. Bitteschön. Danke. Der rote zu blau, der blaue nach rot und jetzt könnt ihr starten. Ich kann schon gar nicht mehr abwarten. Tja, möge das Werk gelingen. Mit dieser Designerin keine Frage. Bunt, flippig und extravagant, Jessamine Apollant. Hallo. Hallo. Grüßt euch. Hi, hi. Hallo. Hallo, Manuela. Hallo, bin der Herbert. Jessamine. Gehen wir rein? Ja, prima. Auf, los geht's los. Das ist sozusagen das Einzimmer-Apartment. Genau. Herbert, was soll verändert werden? Oder ja, ich nehme mal an, dass wir das alles da rausnehmen, dass es ein bisschen mehr Weide gibt, dass es ein bisschen schöner wird, ja, offener wird. Ein bisschen vielleicht auch die Farbe verändern, weil das ein bisschen fad ist. Ja, ich würde sagen, einfach ein bisschen heller, mehr weiß und ein bisschen grafischer aufgeteilt. Ja. Vielleicht ein bisschen kaschierter. Und Farbe frisch, irgendwas Fruchtiges, was ich zum Beispiel, sowas in der Richtung oder so. Grüß Gott, können Sie mir sagen, wo die Linienstraße ist? Na, jetzt wird's aber Zeit. Danke. Designer Sebastian hilft Team Rot. Also der Tisch ist absolutes Heiligtum. Der muss so bleiben in Form, Farbe und wo er steht. Mhm. Abgehakt, passt. Mhm. Die Schrankwand, was machen wir mit der? Die kann weg. Die Schrankwand ist das Schwarz, das macht den ganzen Raum kaputt, finde ich. Das ist eigentlich so ein schöner Raum und das Schwarz passt überhaupt nicht rein. Finde ich auch, ja. Vielleicht gehen wir da so in Richtung von dem Fernseher. Ein bisschen heller, ein bisschen moderner, pfiffiger, spaciger vielleicht. Ja. Ich mache Hallo.
Wieso schneißt du dich so ja, um die ich Ecke? Bin, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich denke mir gerade, weiß auf weiß, Jessamin dazwischen schön bunt gestreift. Irgendwas passt dir nicht in ja, dem siehst Raum. Du hast es ja schon fast erkannt. Dann stelle ich doch schon mal her, dann kann ich das in etwa abschätzen, wie das dann nachher wird. Nein! Spinnst du, das ist schon gestrichen. Achso. Aber ich bin ein optischer Mensch, weißt du, ich muss mir ein bisschen reindenken können in die zukünftige Farbgestaltung. Wandverkleidung, so eine Spannplatte, die nachher noch belegt wird. Und da rein setzt man dann die ganzen Schrankteile, Stereoanlage, Fernseher. Oh. Setz sie an wie dein Mob. Ich vergeude mein Talent hier mit Streichen und könnte besser schrauben. Da ging das ja schon am Balkon drauf. Oh, guck mal, nur Frauen machen, nur Schreiner machen Frauen glücklich. Hi. Ja, das möchte ich erleben. Was? Der Wahnsinn, ein Leuchtschini. Das wird also praktisch so ein Reimerl mit der Rückwand. Genau, und dann kommt dann hier die Leuchtschini. Du, Manuela, du kommst jetzt einmal zu uns hier und schaltest dich da ins Geschehen ein, weil du fotografierst, du bist da wirklich auf der falschen Baustelle. Jessamin, und das Ganze jetzt bitte nur mal für mich zum Kapieren in einer leicht verständlichen Fassung. Das ist die Rückwand und das ist der Deckel. Das habe ich soweit kapiert. Und wie geht's jetzt weiter? Dann kommt hier vorne die Plexiplatte. Also drei von denen sozusagen. Und hier die Aluschiene drauf. Und? So kommt dann die Wand. Ja, da, das ist der Sockel. Ah ja, und den schauen wir da drauf. Schraubst du jetzt Sebastian, mit? Welches Rot nehmen wir? Links und rechts abschneiden. Nein, nicht das. Ein reines Rot. Vesta? Sie. Fabine. Oh, ist da schon so viel Wasser drin. Oh, das ist draus geworden jetzt. Uwe? Petra? Ja? Ja. Schaut mal. Hey, die lila Versuchung. Manuela, ich glaube, der Herbert ist voll in Ekstase da draußen. Das kann ich mir nicht verstehen. Wir schauen doch mal. Aber wie magst denn du das so? Was? Bei Frauen. Bei Frauen? Ist auf dem Auto steht. Bin ich einmal in Arbeitsmut. Frauen glücklich. Ja, das stimmt. Das liegt mir nicht überlegen. Ich gebe Spaß zu lassen. Meistens kann die Frauen da drin ran und ich darf hier 247 Lamellen schleifen. Ups. Oh, Wassel. Was ist jetzt? Da. Du musst hier drücken. Dann zusammen? Jetzt, ja, und? Ja, ups. Ah. Sechs, genau. Gemeinsamkeit macht stark. Also gut. Der Ecktisch, der richtig schief sein soll, braucht eine schnurgerade Befestigung mit Schlagschnur. So. Ganz einfach. Und jetzt kommt der Trick. Bong. Hey. Und jetzt drauflegen. Und hoffentlich passt es, weil sonst haben wir ein Problem. Uwe, ich mach's bei mir mal bündig, dann schaut es bei dir so aus, oder? Mhm. Ja, jetzt umgekehrt machst es du bitte bündig, dann schaut es bei mir so aus. Tja, Sebastian, nachschneiden. Die Flirterei bremst den Leuchtkastenbau. Jessamin hält's nicht mehr aus, jetzt macht sie richtig Tempo. Du bist ja benannt wie eine Walküre, verstehst du? Was? Wie eine Walküre, wir sind doch da in Bayreuth. Ja, wie eine Walküre ist eine, die halt entsprechend so benannt ist wie du. Schau mal das an. Nein, schau mal das an, was du da machst. Sag mal, das ist dann ganz genau jede Unebenheit. In der Decke kann man da angleichen. Genau, Vorsicht, da stoppt's. Jo. Schmeckt's? Mhm. Wunderbar. Gut. Krieg ich auch ein? Erst wenn's fertig bist. Da drauf. Werden. Das wird eine ganz geschickte Computerverkleidung auf Rollen, so dass sozusagen der Arbeitsplatz verdeckt ist, wenn man eben nicht arbeitet und man ihn da, den Kasten dann wegrollen kann, wenn man arbeiten möchte. Ich hab das kapiert. Die Platten werden da drauf gesetzt, hochgeschraubt, so drauf, so drauf, so drauf. Hochgeschraubt, um einen Deckel drauf geschraubt, verspachtelt, fertig. Bastel macht Herbert noch schnell zum Hilfswastel, dann ist er weg. Kann ja auch nicht so schwer sein, einen Kasten zusammenzuschrauben, oder? Da oben muss bündig sein, oder?
Schauen wir es an, packen wir es an und wir schaffen das auch. Naja, erst die Übung macht den Meister. Hält es schon? Du bist doch. Hält es schon, oder was? Hält noch nicht. Jetzt pass mir auf, wir haben jetzt in der kurzen Zeit fast alle Lamellentüren gestrichen. Das möchte ich auch. Deine sehen. Frau und ich. Und ihr doktert hier rum mit dieser einfachen Platte und es geht nichts weiter, Jessie. Was ist denn los? Nichts wird vorangehen. Nichts wird fertig sein. Wir stehen morgen Abend da wie die. Wir? Ja. Ich. Oder du, ja, wir. Tapetenwechsel ist ein Teamarbeit. Manu. Was ist denn los? Was sitzt denn du da unten rum? Ich schraube, reg dich ab, wir schaffen es. Morgen ist alles okay bei uns. Gestrichen, fertig, wunderbar. Auch bei den Roten ist Feuer unterm Dach. Die Träger über der Heizung stören, Bastl macht den Weg frei. Noch eine Platte, dann ist die Wand fertig. Adios, amigo. Ah. Schmeiß noch einmal. Irgendwann ist das Loch schon voll. Du weißt nicht, das Wäsche. Was du schon mal auf meine Tasche. Ich glaube, da war ich schon öfter. Das glaube ich nicht. So viel Platz kann doch gar nicht sein. Was willst du denn jetzt? Das gibt mir nicht, jetzt machen wir. Jetzt sind zwei Diesel drin. Mal, ja. Optimal. Sing! Auch Herbert hat sich hochgeschraubt. Der Computerkasten ist tatsächlich fertig. Dafür gibt es jetzt die verdiente Anerkennung. Wolfgang, kommst du mal bitte? Eins, zwei, drei. Und das ist eine ganz hohe Auszeichnung. Jessamine! Ja? Die rosa Farbe ist aus. Wir haben zwei große Türen, eine kleine gestrichen und jetzt ist Schluss. Wie geht's weiter? Dann nehmen wir doch das Pink. Pink mag die Petra nicht. Hier. Da ist unsere Farbe. Vielleicht ist es ja gar nicht pink. Es ist ganz stark pink. Mir gefällt eigentlich alles. Sie ist ja auch hier stellvertretend für ihre Freundin Petra. Ich bringe dir ein Foto, da ist die Petra in ganz pink gekleidet. Mir kann es nicht verrückt genug sein. Möchtest du dich darauf einlassen, auf dieses Verlass auf diesen Farbton? Auf mein Farbgefühl. Ja oder nein? Nein. Bist du so ein verrücktes Huhn? Ja. Auch in allen Bereichen? Doch, ich bin für alles zu haben. Also gut, zwei kleine Türen pink. Machen wir so? Okay. Sebastian, ja? Bitte einen Moment Ruhe. Bastl, Bastl. Du musst drüber. Warum? Es brennt. Hör auf. Nein, das ist der Wahnsinn. Ich kann das ja jetzt. Ich habe mir das schon gedacht, weil bei der Jessamine ist immer ein Risikofaktor einfach. Wir brauchen mehr Farbe. Du musst in den 6 Quadratmeter. Das ist mir, ein Schmarrn. Das ist für die Türen viel zu wenig. Das haut nicht hin. Aber Bastl, was jetzt geht mal, weil die Farbe wenigstens, dass sie eine. Das haut schon hin, weil wir haben jetzt schon entschlossen, dass das so gestupft wird. Weil also die Farbe lässt sich nicht richtig verarbeiten. Also eins sage ich dir gleich. Also ich distanziere mich von dieser Arbeit auf jeden Fall, gell? Das ist doch jetzt alles schon gelöst. Und wir haben jetzt gesagt, wir machen das. Das ist doch keine Lösung. Also streicht man vielleicht ein Kuchenblech ein mit dem Butter, bevor man zum Bauhof fängt, aber doch keine Tür nicht. Also solange ich Bastl da bin. Da ist eine bessere Lösung. So, jetzt schaut mal das an. Mit der Walzen geht das nämlich wunderbar. So, super. Das kleine Eckle da. Wie das kleine Eck? Ist jetzt auch gar nicht mehr, wäre jetzt auch gar nicht mehr möglich. Hey. Oh. Wäre gar nicht mehr möglich. Eine Champagner. Alle machen Feierabend, nur er nicht. So ist er halt. Das Herz am rechten Fleck und schaffen, bis das Werkzeug glüht. Die Roten haben heute irrsinnig zugelangt. Die Einbauwand läuft in Höhe, Breite und Tiefe schräg von der Decke weg. Dahinter liegen schon die Kabel für Licht, Fernsehen, Lautsprecher. Der schiefe Ecktisch sieht ein bisschen komisch aus. Mal sehen, was Sebastian damit vorhat. Interessant auch, wie verschieden Designer arbeiten. Bei Sebastian muss alles perfekt sein. Jessamine ist aber lieber flexibel und hat immer noch eine Farbe als Ass im Ärmel. Man könnte sagen, spontane Ideen sind ihr wichtiger als perfekte Planung. Das kostet natürlich Zeit und vor allem, das Spontane ist nicht jedermanns Sache. Schon gar nicht morgens um 7. Manu, wir müssen anfangen. Ja, Entschuldigung, aber wir müssen noch so viel tun, wir müssen echt kreativ werden. Komm, lass uns anpacken.
Guten Morgen. 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 Es tut mir leid, ich weiß, es ist gleich arbeiten. 7 Uhr früh, aber wir müssen. Und zwar gebe ich dir das und wir gehen rein und machen die Lampions. Ja. Hier. Wo denn? Kommen die Lampions. Jessamine, schau mal her, was sagst du jetzt zu der Farbe? Ja, wunderbar. Pink. Hä? Da bin ich leicht ausgerutscht. Ja, das ist aber nicht gut. Weil vorne muss weiß bleiben. Ja, ich habe noch ein bisschen weiß, das muss ich da noch kommt das die Front. Ich habe gedacht, da vorne kommt der Computer ran. Nee, der Computer kommt ja eben drunter, versteckt. Das ist ja das, dass man den Computer nicht sieht. Stopp. Uwe, was? Willst du jetzt mit dem Mädelwerkzeug da die ganzen Löcher für Fernseher und Stereoanlage raussehen? Na klar. Das wird ja nichts. Du musst gescheites Werkzeug her. Meinst du? Das machen wir mit der Handkreissäge. Ui. Und mit der Schneideschiene. Das ist gut. Also jetzt im gesamten Jessamine, muss ich sagen, hat was. Und was war das für eine Diskussion gestern? Ja, Malvenrot, rosarot, gelb, grün oder sonst was. Jetzt ist doch perfekt. Ja, ich habe ja immer gesagt, im Zusammenspiel funktioniert es. Ja. Danke. Ja. Wie geht's weiter? Du hast zwei wunderbare Lampen mit dabei. Ja, genau. Die sind gedacht als Lampion-Collage. Und die Ballons, die noch hier liegen? Die kommen auch dazu. Das Bauprinzip dieser Wand ist einfach. Die schrägen Grundträger sind Auflagen für die Platten. Und je nach Größe von Schränken, Fernsehgerät, Stereo und Heizung werden die Ausschnitte festgelegt. Jetzt lass dich mal abklopfen. Ja. Sebastian, du schaust so wahr aus. Du bist echt ein Tier. Das war eine super Idee. Das ist der Hammer. Optimal. Gar nichts also passiert. Irgendwie ist praktisch noch alles leer, so gar wie ich es sehe, oder? Und ihr diskutiert da um eine Lampe, hier eine Lampe, hier eine Hacke, da eine Hacke, hier. Das ist ja nur ein Rigipsding. Wo sind die Hohlraumdübel? Wo sind die? Wir brauchen keinen Hohlraumdübel, wir brauchen nur den Haken. Wenn wir bloß einen Haken brauchen, wo ist zumindest den, probieren wir das mal. Einer war da gelegen. Mein Gott, das ist ja die totale Confusion bei euch. Nicht runtermachen, Bastel, sondern motivieren. Ja, Baby, schau her. Das ist Bastel-Bastel-Design, verstehst? Ohne Haken, einfach Hallo in Wand rein. Die Lampen Nachzung und das war's. Total super. Du schmeißt auch. Ja. Der reine Wahnsinn. Die beiden wissen nicht, ob sie lachen oder weinen sollen. Uli, Wellpappe. Das ist toll. Kommt das gut? Ich weiß es ja nicht. Wetter, nein. Wow. Hey, das schaut ja aus. Das schaut. Ah, das ist der Stoff, aus dem die Rüstungen sind, oder? Und mit was baut man das? Hier? Mit Pertix oder was? Bist du da bündig, wie schaut denn das aus? Warum nicht? Ich kann doch ein wenig asymmetrisch sein. Mein Jessamine, also du kannst dann aber auch aufregen, das sag ich dir. Ja, gut. Hey, zuerst schiebst du das rüber, dann schieben wir es rüber, rauf, runter, hin, her, rüber, hin, hier, rauf, rüber. Runter. Eben noch im Weltraum, jetzt im Wohnzimmer. Die Spiegelschrumpffolie für solch eine Spanplatte kostet nur 15 Euro. Petra und Uwe wollen damit Wand und Decke am Esstisch verkleiden. Die Folie fängt das Tageslicht ein und macht den Raum damit heller. Wenn Schrumpffolie erhitzt wird, zieht sie sich zusammen. Normalerweise. Na, schau mal her, du. Meine Oma mit 86 war nicht so faltig. Das ist ja wohl der Hammer. Nein, ich bin ganz deiner Meinung, Uwe. Das ist wirklich kreislich. Also wenn das auch so ausschaut, ne? Ich glaube. Dann kannst du einen Pinsel nehmen. Ich glaube, dass wir das von Haus aus zu wenig gespannt haben. Pannen gibt's halt immer beim Renovieren. Aber der Zeitdruck, der geht an die Nerven. Manuela braucht dringend eine Auszeit. Was ist es, wo du jetzt deine Schwierigkeiten hast? Ja, von der ganzen Organisation her. Ich meine, da wartest und wartest und wartest und sagst, können wir das machen, können wir das machen? Nee, können wir das schon machen? Auch nicht. Was wäre dein Vorschlag? Ja, einfach, dass es halt mal unfertig fertig wird. Kopf hoch, Mann. Moment. Komm, Tapetenwechsel ist auch ein Spiel. Okay. Dann ist es halt mal nicht perfekt. Aber fertig werden, das müssen wir schon. Nicht zu fest. Okay, gut. Ich habe keine Schraube. Da, am Fensterbrett. Hopsi. Vorsichtig, ja. Nur ein bisschen. Gut. Machen wir das an und dann. Genau. Und dann haben wir die Kopien davor. Aha. Und dann hat es einen ganz tollen Effekt. Ja. So. Verstehe. Lampentechnisch ist Sebastian viel weiter. Er sorgt dafür, dass den Roten gleich ein Licht aufgeht. Einmal schwarz.
Soll ich das durchziehen? Nee. Drunter? Ja. Gut. Schauen wir, ob es passt. Schaut's mal her. Oh. Wow! Ganz stark. Die Böllerschen. Das sieht ganz stark aus. Das ist das Maß. Mhm. Ja, wir müssen ein bisschen draufdrücken, denn normalerweise ist jetzt die Zeit abgelaufen. Und in dem Zustand den Raum an Petra und Uwe zu übergeben, wäre ein bisschen peinlich. Ja. Also würde ich sagen, wie lange? Eine Stunde? Ja. Super. Team Blau, Jessamy? Ja. Super. Ja, went schon. Dekoration. Okay, ja. Once jeder. Roden. Also, und zwar machen wir da einen Vorhang da hinten. Weil die ist nämlich so ein Gummibärli. Und da werden wir diese Dinger da aufhängen und spannen wir da so mehrere Drähte mit dem Gummibärli runter. Das ist ja der Hit. Und das, wenn wir haben, dann sind wir fertig. Und das darfst du jetzt mit dem Uwe machen. Die dürfen auch fertig. Und ich mache mit der Petra die Kasten ein. Einmal zwei. Das kannst du nicht bringen. Das machen wir. Ich, das machen mit meinen zarten Finger. So eine grobe Arbeit. Wohin? Und außerdem ist sie die so wahnsinnig gern. Auch das noch. Eine Stunde habe ich den Blauen dazugegeben und jetzt, unter Zeitdruck, müssen sie auf den Millimeter genau schneiden, damit aus der Leuchtschiene noch was wird. Immerhin, der Baustellenfrieden ist wiederhergestellt. So, und jetzt, ja. Super, gut, passt. Ab geht's. Jetzt müssen wir uns beeilen. Schnell noch. Die Zeit rennt uns davor, jetzt mach hinne. So. Wir nähern uns dem Ziel. Jawohl, jetzt. Und schon weißt du's wieder. Wo ist so? Dieser Kleber? Wo ist dieser Fotofix-Kleber? Jetzt kriege ich dann echt gleich die Krise auf der Baustelle. Das ist der Hammer. Ja. Yeah. Und die Stühle. Jessamyn, jetzt pappt das Ding halt drauf. Ja, jetzt mach mich doch nicht wahnsinnig. Ja. Die Jessamyn hat jetzt alle Zeit der Welt, dass sie diese Sachen reinkleben kann. Ja? Bastel, ist das klar? Nee, da ist er nicht eingeschaltet. Mensch! Ah. Jetzt! Ja, jetzt ist das UFO startet. Caramba! Boah, wie das losstartet. Also, auf geht's. So, nein damit. Nein. Und das war's! Ah. Fertig! Ja! Yeah. Gut! Gut! Zack! Gut! Endlich! Als ich gestern zum ersten Mal im Wohnzimmer von Manuela und Herbert stand, dachte ich, hey, wozu hier Tapetenwechsel? Jetzt weiß ich es und staune. Sebastians Designer-Tipp: Die Spiegelflächen im Essbereich. Das Material für die Beplankung der Wand ist tiefgezogener Kunststoff, kostet insgesamt 270 Euro. Und der Designer-Trick, die Wand so zu bauen, als schwebt es. Dieses abgespacete Möbel, ja. Regal, Fernseh, Hi-Fi-Teil, wo ist das befestigt? Das ist lediglich an der Wand befestigt und das Licht soll eben das noch unterstützen, dass das abgehoben ist, mehr oder weniger. Soll wie ein bisschen UFO wirken. Neue Wohnsituation mit dem Sofa, das den Eindruck macht, als würden da schon die 1500 Euro insgesamt drinstecken. Ja, nicht ganz. Das kostet 550 Euro, das Sofa. Aber was ich noch sehr witzig finde, das ist da hinten diese Schräge mit den runden Kugeln drauf, wo man eigentlich als Betrachter findet, eigentlich sollten die jetzt da runterkullern, aber können sie natürlich nicht. Ist natürlich ein bisschen gewagtes Design. Was glaubst du jetzt bezogen auf die Kandidaten? Also ich könnte mir vorstellen, dass es ihnen gefällt. Aber es kann natürlich auch total daneben gehen, weil es schon ein bisschen abgehoben ist. Gewagt. Abgefahren. Gewagt. Nur noch einmal eins, einmal zwei. Zum dritten drei und Augen auf. Oh Mann. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Super. Ganz anders. Oh Gott. Manuela. Ja, Wahnsinn. Super, super schön. So habe ich es mir echt immer gewünscht. Was? Ja. Schwarzer. Ja, was sagst du? Total ja, schön, echt schön. Echt schön geworden. Schau mal hinten die Quadrate. Der Äste ist die Gummibärchen. Tisch ist noch da. Ja.
Die Zeit hat gerade noch gereicht, um fertig zu werden. Und ich finde, Jessamines Designideen haben aus der Studentenbude eine schicke Einzimmerwohnung gemacht. Es passiert immer wieder bei Tapetenwechsel, dass Designer und Kandidaten es schwer haben, eine gemeinsame Linie zu finden. So heikel wie diesmal war es noch nie. Aber wenn man jetzt den ganzen Raum sieht, kann ich verstehen, dass Jessamine um jede Farbe gekämpft hat. Grün, rosa und gelb bringen die Wärme, die weißen Möbel bringen die Klarheit, die Kombination macht's modern. Und praktisch soll die Einrichtung auch sein. Beispiel Computerschrank. Ja, indem man einfach ein bisschen freier denkt. Ich habe sozusagen so eine schöne Deko gemacht draus und gleichzeitig ist der Computertisch versteckt dahinter, weil es ja nur ein Einzimmer-Apartment braucht. Vor allen Dingen wollte ich gerade sagen, hier spielt sich alles in einem Raum ab. Deshalb ist man froh, wenn man irgendwelche Dinge, die man in dem Moment nicht braucht, dann einfach geschickt verstecken kann. Mhm. War manchmal ja auch ein bisschen kniffelig diesmal, psychologisch. Bisschen, ja. Wie? Gut, aber es sind sehr normal. Also da stoßen verschiedene Charaktere aufeinander, aber ich glaube, wir haben teilweise auch ziemlich schöne kreative Lösungen gefunden, wie zum Beispiel die Schiene haben wir zusammen gemacht. Ja. Man kämpft sich dann zusammen sozusagen. Ja, ja, ganz genau. Geht auf und unterm Strich ist man einfach ein Team und dann genau. Kommt das raus, was wir jetzt sehen. Wenn du an die anderen denkst, die hier wohnen, was hast du für ein Gefühl? Eigentlich ein gutes Gefühl, also weil ich habe ja schon so ein kleines Anmerkerl gefunden, nach dem habe ich mich gerichtet. Ja. Und das war dein Farbgeber sozusagen. Sozusagen, ja? Mein okay. Farbgeber. Und ob das auch der Glücksbringer ist? Diese kleine Schüssel, das werden wir gleich sehen. Wir lösen auf, das rote Team, 1 und 2 und 1 ist 3 und Augen auf. Hey, woo, wow. Sehr schön. Wahnsinn, viel Platz. Stark. Gigantisch. Schön hell. Ey, echt super. Hä? Uwe. Echt, also absolut super. Total begeistert. Du bist total ja, begeistert? Bin ich wirklich. Oh, wow. Hilfe. Hey, Uwe. Wow. Hallo. 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 Hey, das Aufeinandertreffen. Und schön. Du bist der Gäste. Du bist super. Also ich sag dir eins, das war wieder das volle Kamikaze-Unternehmen hier. Aber Spaß gemacht hat es trotzdem. Ja. Ja. Prost. Dann auf einen neuen Tapetenwechsel. Ihnen zu Hause alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Gehastet ja. Wie die blöden Hammer. Echt warm. Die so Haufen Blecherweiden. Ja. So Haufen Blecherweiden. Nur nicht anhängen. Ey, so gigantisch gewesen. Super. Computer? Erster Zahn. Echt warm.